Was geht, Leute? Wie versprochen, Portal 2 als Let's Play. Ich habe vor wenigen Stunden Teil 1 durchgespielt und in wenigen Stunden, weil Teil 1 halt wirklich nicht sehr lange ist von der Spielzeit her. Aber mega geil, ich finde das Portal-Spielgefühl mega cool mit diesen Portalen. Ja, will ich gar nicht lange quatschen. Ich werde direkt mal in die Einzelspielerkampagne einsteigen. Und da ich bis jetzt noch nicht gespielt habe, ein neues Spiel. Ah, Moment. Als allererstes die Optionen checken. Ja, passt. Weitere Grafikeinstellungen. Oh, ja. Das sieht gut aus. Das lasse ich so. Das ist alles relativ hoch. Ja, passt. Dann, let's go. Neues Spiel. Starten. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay, direkt mal zu Anfang mache ich die Audio-Einstellung ein bisschen runter. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Oh Gott, ey, dieses Spiel ist so bescheuert. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Oh mein Gott. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999. Oh. 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests machst du wie Sie zu diesem heute Zeitpunkt noch im irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingelegt, hallo? Die kannst, Zerstörung nein? dieser Anlage im Hyperschlaf zu überdauern. Kannst du die. Ja! Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Ja, und wo? Ah, fuck. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, da nur bist nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Ein leichter Fall von einem schwerwiegenden Hirnschaden. Wenn du beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherung ist nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Oh, dieses bescheuerte Spiel. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig.
Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Das nennt er eine Andockstation? Das ist... Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Scheiße. Aber ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Okay. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Oh mein Gott. Also... So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Oh Gott. Und ich bin immer noch die hübsche Lady vom ersten Teil. Nur diesmal in besserer Grafik. Ey, dieser Humor von dem Spiel ist so genial. Ich find's so geil. Es gibt nichts Besseres. Beste, wo gibt's. Tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Nimmst du mich mit oder was? Mit nach oben. Ne, nach unten. Oh, sorry, mein Fehler. Hier sieht der Ladebildschirm auch eleganter aus als in Teil 1. Nicht nur dieses LED-Daten. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh. Also der Typ, der sich diese Sprüche alle ausgedacht hat, der hat echt einen Orden verdient. Unglaublich, das passt auf keine Kuhhaut. Das sind so krasse Sprüche dabei. So dämlich. So, was soll ich denn überhaupt machen? Ich soll das Portal hier hinsetzen. Gut. Den Würfel habe ich geholt. Und jetzt soll ich den da reinpacken. Also. Ja. Für alle, die es nicht geschnallt haben, tut mir leid für euch, weil das ist echt einfach. So, Test geschafft. Ich bin ein tolles Testsubjekt. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Oh, Scheiße.
Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Schade, das hätte ich mir gerade echt gerne angehört. Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Pause. Oh! Naja, von wegen. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nein. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ja, tu ich. Was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ach, die Zeichnungen sind mir, glaube ich, beim letzten Mal zocken gar nicht aufgefallen. Das sind die Tester. Und irgendwas passiert da. Die drehen alle durch. Das ist die Portalkanone. Die Portalkanone verspricht den Kuchen. Nein, Quatsch, der... Ach, das ist der Roboter, den ich zerstört habe im ersten Teil. Der verspricht immer Kuchen. Aber den Kuchen gibt's nicht. Der Kuchen ist eine Lüge. Deswegen zerstöre ich den Roboter. Ah, jetzt kann ich auch schon... Ich kann nur ein einziges Portal setzen. Genau. Oh, das sieht ziemlich bescheuert aus, was ich hier mache. Nur. So, ich habe den ersten Teil der Kanone bekommen. Jetzt brauche ich noch den zweiten Teil. Die orangene Kanone. Sieht echt schön aus. Ist echt gut gemacht. Soll ich mal einen Arsch scannen? Nee. Lassen wir das mal. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Das ist echt Bürokratie vom Feinsten. So. Oh. Ich wollte gerade sagen, der Aufzug führt mich nirgendwo hin, aber... Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. 3, 2, 1. Oh Gott. So ein Bullshit. So, das war jetzt besonders schwer. Nummer 4. Ich werde mit Würfeln arbeiten. Malen mit Zahlen. Ah, den Test kenne ich noch. Der ist einfach. Glaube ich. Oder? Wie ging der nochmal? Würfel Nummer 1. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob.